Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Technik. Und wie schon gesagt, wir werden jetzt einfach mal hier diesen MFI hier dran installieren. Da gibt es nur ein Problem. Der macht Low Voltage. Ja, das ist genau. Die Maschinen hier vertragen, glaube ich, Medium Voltage. Der gibt Medium Voltage aus. Nur ich weiß nicht, ob dieses Kupferkabel hier Medium Voltage verträgt. Deswegen. Ich will jetzt einfach mal dieses Teil hier so schön hinbauen. Und dann befüllt er sich auch. Huch. Eigentlich, wieso auch immer, er sich gerade nicht befüllt. So, wieso bekommt er kein Licht? Achso, weil es wieder Nacht wird. Ja, wie immer. Wie immer. Oh. Shit. Okay. Ihr könnt mich jetzt als elenden Noob bezeichnen. Das war Dreck. Das ist aber, es ist aber unisoliert, deswegen. Zack. Okay. Wir brauchen ein isoliertes Goldkabel. So. Und dann brauchen wir einen neuen. Ja, einen neuen. Wie heißt das Teil? Einen neuen Macerator. Huch. Ja, Cheat Mode. Hätte gerade noch was ausprobiert wegen der Baumfarm, da war ich ja nicht so ganz sicher. Ein Rotary Macerator, da brauchen wir einen Advanced Machine Block. Ach, jetzt geht es schon wieder los. Mix Metal, Eisen, Bronze und Zinn. Naja, okay. Dann machen wir uns mal Bronze. Und Bronze kann man aus Kupfer und Zinn machen, und zwar indem man das so anordnet. Hier kommt man Bronze. Ganz einfach. Oh. Bronze war Zinn. Nee. Wie rum war das jetzt? Bronze in der Mitte. Ja, doch, stimmt so. Zwei. Und dann kommt das in den Kompressor. Gut, und dann brauchen wir noch das Zeug, Carbon. Wir brauchen wieder Coal Dust. Also gib mir mal Coal Dust. Und so lang werde ich jetzt einfach mal pennen. Das habe ich ja mal wieder super hingekriegt. Ich wollte in der Folge eigentlich die Baumfarm bauen. Und jetzt, mein Gott, immer kommt was dazwischen. Ist ja schrecklich. Ich bin einfach zu blöd. Es tut mir jetzt auch furchtbar leid. Aber naja, probieren geht über studieren. Und hier ist jetzt auch schon eine Menge Eisen. Jetzt wissen wir es. So. Raw Carbon Mesh. Von dem brauchen wir jetzt auch eigentlich nur noch. Bisschen was, sagen wir mal. Bisschen was, ja. Bisschen was ist gut. Hier brauchen wir jetzt noch dieses Teil. Und wir brauchen noch den Macerator. Dafür brauchen wir noch einen Maschinenblock. Wir haben aber nicht mehr genug. Deswegen machen wir noch kurz. Zack. Und wie war das jetzt? So, davon kriege ich einen Mesh. Das heißt, ich brauche noch vier. So. Dann passt das auch. Und wir haben wieder einen Bronze zu viel. Aber das können wir nachher sowieso noch gebrauchen. Jetzt brauchen wir aber noch einen Electronic Circuit. Den weiß ich zum Glück noch über den crafted. Und welch ein Wunder. Wir haben sogar die ganzen Materialien außer Refined Iron. Verdammt. Mist. Boah, ich habe mich gerade erschrocken. So, dann kommt hier mal das ganze Baumaterialienzeug hin, das wir gerade nicht benötigen. Zum Beispiel das Ganze. So, dann können wir das schon mal in den Kompressor einkomprimieren. Der Verbrauch, der macht das alles schön.
Und dann war das so. Cobblestone. Habe ich ja glücklicherweise nur noch einen, das ist aber kein Problem. So. Oh, da haben wir auf einmal zwei. Das ist auch fertig, das ist sehr schön. So. Dann können wir das auch hier rausholen. Dann holen wir uns mal noch das Zeug, das wir brauchen für den Macerator, und zwar Flint. Drei Flint. Oh, wir haben richtig viel. So. Gut. Und ab nach oben. Wenigstens haben wir die ganzen Materialien schon parat und müssen die 5 Millionen Mal überall hinlaufen. Wie ging das Teil jetzt? Das oben und das an der Seite. Und da brauchen wir noch 7 Refined Iron. Also. Jolai, wieso machst du das nicht unten in den Ofen? Es geht ja viel schneller. Ganz einfach, mein Lieber. Während ich hier das ganze andere Zeug crafte und mir die Rezepte nochmal ansehe, ist das Zeug da auch bald fertig. Nehme ich das raus. Leg's hier rein. Leg das raus. Leg's hier rein. Dann kann ich so lange noch gucken. Ich brauche da unten ja einen Schalter, damit das Teil ja immer an ist. Und da habe ich keinen Schalter mehr. Also brauche ich auch noch einen Schalter. Das ist ja perfekt. Hatte ich gerade eben hier. Doch, zwei. Eins. Zwei. Dann brauche ich wieder einen Cobblestone. Eigentlich total die Verschwendung. Und da könnte ich ja eigentlich mal bisschen Cobblestone hier rausnehmen und in den komischen Bag hier reinmachen. So, jetzt hätten wir den Schalter auch schon. Das ist auch fertig. Und dann können wir es endlich craften. Rotary Macerator kennen wir zwar schon. Oh, und das wird als gar kein Item in der Hand angezeigt bei dem Texture Pack. Ist ja auch lustig. Was zum. Wieso ist jetzt explodiert? Okay, dann haben wir jetzt gelernt, dass wir einen Low Voltage Transformer brauchen. Okay. Das ist ja kein Problem. LV. LV. Low Voltage Transformer. Ja. Zwei Kupferkabel, Kupfer und Holz. Kupferkabel müssen wir oben noch haben. Wenn nicht, crafte ich mir da einfach schnell welche. Kupferkabel. Da. Zwei Kupferkabel, oder? Ist ja nicht so schwer. Jetzt müsst ihr ja schon wieder einen neuen Macerator bauen. Es gibt's doch gar nicht. Mein Gott. So. Warte, ein Holz reicht. Wollen ja nicht gleich wieder alles ausgeben, ne? Dann ist das ja die Fail und ich bin der Jona und muss alles reparieren. Folge. Naja. Wieder was dazugelernt. Hab ich und ihr wieder was dazugelernt. Ich dachte, dass die Maschinen schon normales Volt vertragen können. Aber naja. So, jetzt ist das Teil hier. Der Blitz muss zur Stromquelle zeigen. Also machen wir das geschickt. So und so. Und fertig. Jetzt brauche ich den normalen Stein noch kurz. Also dieser komische Rucksack ist echt eine tolle Idee. So, und das Teil müsste jetzt eigentlich schon wieder Energie bekommen. Nein, tut es nicht. So, nicht. Ah, doch. Wieso auch immer das hier nicht angezeigt wird. Ist ja auch egal. Dann müssen wir jetzt eben nochmal einen neuen Macerator bauen. Hey. Drei von dem Zeug. Refined Iron. Vielleicht ein bisschen mehr Redstone. Und ein bisschen Kupfer noch. Und dann passt die Sache schon. So, wir brauchen zwei.
Und zum Glück habe ich hier auch noch genug von dem Zeug. Also 1, 2, 3. Und dann brauche ich natürlich noch ein bisschen mehr Bronze. 1, 2, 3 und ganz unten Zinn. So, und kann das hier schon mal in den Kompressor schieben. Solange ich hier zwei von den Teilen baue, von denen wir mal wieder zu wenig haben. Mist. Dann kann ich hier so lange am Electronic Circuit arbeiten. Also der zweite Crafting Table war wirklich eine sehr gute Idee von mir. So, so. Dann hole ich mir hier eiskalt. Ach stimmt, das speichert das Zeug ja nicht. Ganz vergessen. Fire Iron. So. Was brauchen wir noch? Macerator. Das. Hierfür brauchen wir auch nur noch das Teil. Okay. Dann könnten wir den Macerator jetzt eigentlich schon bauen. Ja. Und zwar dreimal so schnell als vorher. So, Macerator. Stimmt, wir brauchen noch Kohle. Kohle-Dust. Dann gibt es noch ein bisschen Kohle-Dust. So. Bisschen Kohle noch hergestellt. So cool ist das Teil hier. Naja. Wir haben jetzt ja keinen besseren Macerator, also müssen wir den ja benutzen. Und das isolierte Goldkabel habe ich ja wieder total sinnlos gebaut. Verdammt. Würde ich das ja mal so anordnen. Perfekt. Und dann gehe ich pennen. Und sage bis zum nächsten Part, Leute. Tschüss.